Hallo, hier spricht dein Klaus Dingelein. Ich freue mich sehr, dass du bei meiner Sendung heute wieder dabei bist. Schwere Zeiten. Angst. Furcht. Die Menschen haben Angst, ihren Job zu verlieren. Die Menschen haben Furcht. In dem Moment, wo dieser angebliche Virus über sie hereinbricht, dass sie ihre Gesundheit verlieren können. So vieles bewegt Menschen im Moment. Und was das Volk uns hier in Deutschland bewegt, ist ein Wort. Das heißt Angst. Seit Monaten wird Angst geschürt. Es ist noch niemals seit dem Zweiten Weltkrieg in einer so konzentrierten Zeit, die letzten 8 Monate, so viel Angst geschürt worden unter den Menschen wie im Jahr 2020. Verantwortlich dafür sind Politiker, unverantwortliche Menschen, Medien, die einfach alles gleichgeschaltet haben. Es gibt keine Opposition mehr. Niemand hat das Recht, irgendwas zu sagen. Die Menschen haben mittlerweile sogar Angst, ihre Meinung zu äußern. Denn wenn du deine Meinung äußerst, bist du ein Covidiot oder ein Volksschädling. Das ist sehr bedenklich. Und die Angst, die du hast, ist sehr bedenklich. Wie kannst du über diese Zeit der Angst hinweggehen? Wie kommst du über diese schwierige Zeit, wo dieser Virus die Menschen begleitet, besser weg? Und wie kommst du durch diese schwierige Zeit durch? Ich gebe dir heute ein wichtiges Tool in die Hand, mit dem du es wirklich schaffst, innerhalb von ganz kurzer Zeit, wenn du das in deinen Geist und in dein Herz reinholst, mit dem du es schaffst, wirklich besser durch die Zeit zu kommen, besser klarzukommen mit diesen ganzen Schwierigkeiten, Irrungen und Wirrungen und die Zeit zu widerstehen. In der Werkstoffkunde gibt es ein Wort für einen ganz speziellen Begriff. Du hast schon mal irgendwie ein Schaumgummi in der Hand gehabt, hast das zusammengedrückt, hast es losgelassen und es ging wieder in den Ursprungszustand zurück. Du hast aber auch schon Dinge in der Hand gehabt, die hast du, ein Ei zum Beispiel, die hast du genommen, zusammengequetscht und das Ei ist zerbrochen und der Eidotter floss entweder über deine Hose oder dein T-Shirt. Du kennst das. Wo ist der Unterschied zwischen dem Schaumstoff und dem Ei? Ganz einfach. Der Schaumstoff, von dem ich gerade gesprochen habe, ist resilient. Das Ei nicht. Das heißt, wenn du das Ei nimmst und drückst und immer mehr drückst und es zusammendrückst, zerbricht es. Und so viel in unserer Welt wird zerbrochen, wenn man es drückt, unter Druck setzt, quetscht und von äußeren Einflüssen massiv beeindruckt im wahrsten Sinne des Wortes. Und resiliente Werkstoffe wie Schaumstoffe oder andere Teile, an die du dich jetzt vielleicht direkt mal erinnern wirst, wo du mal was zusammengedrückt hast oder drüber gerollt bist, aufgetreten bist, das war nach kurzer Zeit wieder im Ursprungszustand. Dieses Wort heißt Resilienz. Und diese Resilienz ist genau das, was du im Moment in diesen schweren Zeiten brauchst, um durchzukommen. Denn alles, was im Moment auf dich einströmt, einprasselt, auf dich Eindruck macht, macht wirklich, wie das Wort schon sagt, Eindruck. Und in dem Moment, wo du Eindruck verspürst, ist die große Frage, wie gehst du mit diesen Eindrücken um? Und vieles ist zurzeit belastend. Die Angst wird immer mehr geschürt, der Mensch wird immer mehr Angst gemacht. Jetzt gehen sie schon an die Kinder, machen Kindern Angst, indem sie Masken tragen müssen. Und für Kinder, ich habe mit so vielen Kindern gesprochen die letzten Wochen, es ist ein Trauma. Gestern habe ich mit einem Jungen gesprochen, der ist 9. Er hat gesagt, ich werde von meinem Bruder, der 13 ist, zu Hause nur verprügelt, weil wir viel Zeit hatten, weil wir nicht in die Schule gehen konnten. Und es ist für mich ein Drama. Und der Junge hat zu mir wirklich gesagt, wann ist es bald zu Ende? Ich möchte sterben. Und da bin ich vor Schrecken fast erstarrt. Ich habe gesagt, was möchtest du? Ja, ich möchte sterben, ich will nicht mehr leben. Ich kann nicht mehr mit meinen Freunden spielen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Mein ganzes Leben ist anders, es macht mir keinen Spaß mehr, ich will sterben. Und dieser kleine Junge, den die Eindrücke im Moment überrollen und der wirklich sagt, er will sterben, wie schräg ist das denn, wenn du so ein kleines Kinderherz siehst? Dieser kleine Junge ist ein Beispiel für viele Menschen im Moment, die Probleme haben, auch für Ältere, für Teenager, für ganz Alte, die haben alle Angst, dass sie sterben müssen. Wobei, ich verrate dir ein Geheimnis, du musst sowieso sterben. Und ich verrate dir noch ein Geheimnis, es wird nicht an Corona sein. Egal, wichtig ist für dich eins, werde resilient. Lerne, widerstandsfähig zu sein. Lerne,
deine Seele und dein Innerstes so stark zu machen, dass in dem Moment, wo Eindruck kommt, du zwar kurzfristig zusammengedrückt wirst, aber dann geht der Eindruck wieder weg und alles ist wie vorher, als wäre es nie geschehen. Was kann dir dabei helfen? Wichtig ist eins, du brauchst dringend eine innere Wertelandkarte. Im Moment herrscht in unserem Land betreutes Denken. Es wird niemand mehr gestattet zu denken, es wird auch nicht mehr gestattet zu demonstrieren oder seine Meinung zu sagen, weil dann folgst du den Covidioten und bist ein Querdenker und die will man nicht. Und im Moment wird alles hier in Deutschland abgewürgt, was irgendwie irgendwo eine Meinung haben möchte und eine Meinung sagen möchte. Und das belastet die Menschen, das tut ihnen weh. Menschen werden eingesperrt, die Menschenrechte wurden uns entzogen. Es darf nicht mehr demonstriert werden, du darfst zu gewissen Zeiten zum Teil das Haus nicht verlassen. Du musst dich an Ordnungen halten, die total verrückt sind. Du musst Masken tragen und du musst Dinge tun, die du nicht willst. Viele Dinge, von denen du auch nicht überzeugt bist. Zu Recht auch sicherlich. Aber das wird sich alles rausstellen. Nur, wie schaffst du es, dagegen resilient zu werden, widerstandsfähig zu werden? Und hier gebe ich dir einen ganz wichtigen Hinweis heute. Schaff dir, wenn du sie noch nicht hast, eine innere Wertelandkarte. Eine innere Wertelandkarte. Mit einem starken Selbstbewusstsein, einem starken Selbstvertrauen, Urteilsvermögen. Lerne, deine Meinung zu sagen. Habe keine Angst mehr, deine Meinung zu äußern. Sei ein Fels in der Brandung. Überzeuge dich selbst von Dingen. Geh in die Eigenverantwortung. Und das ist mit der wichtigste Punkt. Geh in deine eigene Verantwortung. Hör auf mit betreutem Denken. Lass keine Politiker mehr für dich denken. Unser Bundesgesundheitsminister ist Bankkaufmann und die erzählen dir was über irgendwelche Viren, die Menschen töten. Da lache ich nur drüber. Das heißt also, wichtig ist für dich, dass du nicht mehr Bankkaufleuten glaubst, Politikern glaubst, die mit ihrem Arsch irgendwelche Stühle polieren, die noch nie im Leben irgendwas anderes gesehen haben als die Uni und irgendwelche politische Runden besucht zu haben, wo sie sich hochgedient haben mit ihren Parteien. Hör auf, diesen Menschen zu glauben, sondern fang an, ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln, ein starkes Selbstvertrauen und geh in deine eigene Verantwortung. Hinterfrage die Dinge. Und das wird dir helfen, resilient zu werden. Ein resilienter Mensch nimmt den Eindruck nicht sofort auf und sagt, oh, ich bin getroffen. Ein resilienter Mensch sagt, ja, ich bin getroffen, aber warum? Dann überlegt er, und wenn er wirklich resilient ist, wenn er widerstandsfähig ist und er kann in den Urzustand zurückgehen, dann schöpft er oder du Kraft aus diesen Themen. Schöpf Kraft aus dir selbst in Zukunft, indem du wirklich mit großer Stärke, mit einer inneren Ruhe und mit der Kraft des Hinterfragens an die ganzen Lebensthemen gehst. Und dann wird viel Angst von dir genommen. Ich gebe dir hier noch einen kleinen Tipp. 98% all unserer Ängste treten niemals im Leben ein. 98% unserer Ängste treten niemals ein. Das darfst du dir heute noch als kleines Learning mitnehmen und merken. Wenn du spürst, dass du Angst bekommst durch Politiker, unverantwortliche Menschen, die wirklich nur Angst schüren, weil sie sich profilieren wollen. Und wenn du Angst bekommst, wenn du hörst, dass dieser Todesvirus umgeht, schau dir einfach die Sterbezahlen an. Die Sterbezahlen sind gleich zu letzten Jahr, sind sogar etwas weniger geworden. Wo sind die ganzen Toten? Also fang an zu hinterfragen. Geh in die Klarheit. Und nicht als Verschwörer, nicht als Theoretiker, sondern als ein Mensch, der klar hinterfragt, der sich eine klare eigene Meinung bildet und sich vom betreuten Meinungsmachen, vom betreuten Denken verabschiedet. Und das wird dir in dem Moment so viel innere Stärke geben und innere Kraft, wenn du mit dieser Wertelandkarte vorangehst, die ich dir gerade beschrieben habe, dass dir wirklich mit deiner neuen Resilienz vieles von deinen Ängsten aktuell einfach genommen wird und du ruhig, zuversichtlich, stark und kraftvoll und eigenverantwortlich ab heute dein Leben steuerst, deinen Lieben hilfst, durch ihr Leben zu kommen und dich nicht mehr durch außen verrückt machen lässt. Ich wünsche dir, dass du ganz gut und stark, resilient durch diese Zeit kommst. Wenn du Fragen hast, schreib mir auf Instagram Klaus Dingelein. Glaube nicht, mach dein Ding. Ich antworte dir sehr zeitnah. Und ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du meine Sendung siehst. Und ich freue mich, wenn ich dir ein bisschen helfen kann, ein bisschen begleiten darf, durch diese schweren Zeiten zu kommen. Und dir helfen kann, dich innerlich aufzurichten, stark zu werden und zu sagen, ja, ich gehe hier durch in Eigenverantwortung. Und meiner eigenen Meinung. Und das wird dich über diese Zeit wegtragen. Hat dir meine Sendung gefallen? Abonniere hier meinen Kanal, drück unten drauf. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Dienstag. Ich wünsche dir eine gute Woche und werde resilient.
Bleibe resilient, werde innerlich immer stärker, bilde dir selbst eine Meinung und komm gut dadurch, durch diese Zeit. Schluss mit betreutem Denken. Ich wünsche dir einen tollen Tag, eine tolle Woche. Dein Klaus Dingel, dein Glaube an dich, mach dein Ding. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns hier wiedersehen.